herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, der Fendt ist sauber, der Anhänger ist auch sauber. Und bin ich mal gespannt, was diese Woche so passiert. Ich könnte mal bei den Hühnern ein bisschen zumachen. Nicht, dass sie sich eine Erkältung holen. Grippe, ihr wisst's. Nicht damit zu spaßen. So, wo war denn jetzt der Knopf hier? Ich glaube, der hier war's. Naja. Guten Tag. Hi. Schreck mich doch nicht so. Na, alles klar? Jo. Fortbildung fertig. Fortbildung fertig. Ja. Sollten die Schafe besser laufen? Haben wir hier einige Tricks gehabt. So. Dann guckst du. Achso, wir wollten noch ein Auto kaufen, ne? Hatten wir doch vor zwei Wochen, glaube ich, mal besprochen. Ja, ich wollte dir noch sagen, ich muss mal schnell den Traktor nehmen und mal schnell hochdüsen. Ja, mach das mal. Gerade sowieso. Ja, kannst den. Hatte ich nicht noch einen kleinen Strautmann-Anhänger? Strautmann-Anhänger habe ich oben noch da. Nee, ich oben. Brauchst du den Anhänger hier? Ja, für die Paletten. Okay. Ja, aber dann hurte ich, mach das mal. Jo. Gut, bis deine. Jetzt, wo ist mein LKW? Da stand das letzte Mal noch. Den hat, glaube ich, der Diesel abgeholt oder so. Weiß nicht. Musst ihn mal anrufen. Ich glaube, der ist nicht. Ja, guck's mal. Ja, ich guck einfach mal vorbei. So, bei den anderen Hühnern noch zumachen. Was ist denn das eigentlich für ein Gewicht? Gehört es mir? So ein Riesending. Keine Ahnung. So, ja, ach so, da hinten, die zweite Sämaschine, ne? War ja hier. Machen wir die Klappe auch zu. Da haben wir auch schon wieder fast zwei Paletten voll Eier. Das ist ganz gut. Gucken wir gerade mal. Oh, wir brauchen Weizen. Müssen wir ein bisschen die Tiere versorgen. Wir brauchen Zuckerrüben, Karotten und Soja habe ich, glaube ich, auch noch. Dann machen wir das als erstes mal. Einmal die Hühner versorgen. Wir haben ja den Joskin noch hier. Xerion steht drüben. Und dann müsste ich, glaube ich, auch mal zum Feld fahren und gucken, ob wir da noch Dünger draufhauen müssen. Volker Warunger, hallo? Ja, der Björn hier. Hi Volker, grüß dich. Servus. Du Volker, wir hatten ja schon mal über die Führerscheingeschichte von unserem Praktikanten gesprochen. Ja. Wird da heute die Möglichkeit bestehen, dass wir ihn zu dir schicken könnten? Der soll einfach mal zu mir an den Hof kommen. Ja, okay, dann schicke ich ihn dir rüber. Bist du jetzt da oder? Ich bin jetzt da, ich muss ein bisschen nach den Tieren gucken. Okay, dann schicke ich ihn dir rüber, weil er ist gerade am Hof und ich, dann jo. Kommt er jetzt zu dir. Passt. Alles klar, ich danke dir. Bis denn. Bis dann. Warte mal. Ciao. Hallo? Ja. Wer übernimmt die Rechnung? Die übernehmen wir. Gut, dann ist es geklärt. War ja irgendwie 10.000 oder so für beide Führerscheine, ne? Genau. Sonderangebot. Alles klar. Lass uns Bescheid und dann überweisen wir dir das. Jo, mach ich. Okay, bis später dann. Bis ciao, dann. Ciao. Ciao. So. Was ist denn jetzt los? Will keinen Dinkel haben. Was ist jetzt los? Hm.
Führerscheinprüfung. Dann kann man überlegen. Klingelingeling. Oberhauser. Ja, Volker Warona, ja, hallo. Ja. Hatte ich sie letzte Woche nicht weggeschickt mit meinem LKW? Moll. Was? Ja. Mit den Paletten, oder? Mit den Paletten nicht. Mit dem ausgeliehenen LKW. Vom Schafbauer. Ah ja, okay. Ja, dann habe ich da was verwechselt. Okay, okay. Nee, gut, passt. Wo stellen Sie den hin, wenn Sie fertig sind? Ja, ich bin jetzt bei beim Schafbauer, seinem Hof oben. Ah, der ist nämlich gerade auch auf dem Weg nach oben. Okay, passt. Okay. Dann treffen Sie den wahrscheinlich. Ja. Bis dann. Passt. Tschüss. Wiedersehen. Ah, okay. Ah, jetzt. So, Karotten. Machen wir mal ein bisschen was rein. Perfekt. Oh, ist aber voll geworden. Ah, wir haben noch Dinkel und Mohn zu verkaufen. Muss ich auch mal gucken, ob wir den loswerden. Aber jetzt machen wir erstmal die Karotten hier rein. Also warte mal, wir müssen ja zum anderen Druck. Wir müssen ja geradeaus rein. Hi, da bin ich. So. Noch einmal hier. Strom ist auch, glaube ich, wieder rein. Ich weiß gar nicht mehr, was denn die zwei Führerscheine zusammen waren. Musste er noch großen Traktor machen? Ich weiß gar nicht mehr. So, dann holen wir noch ein paar Sojabohnen. Und dann sind die Hühnchen halbwegs versorgt. Sojabohnen, Sojabohnen. Wo seid ihr denn? Ja. So, bin mal gespannt, wenn der Gute hier auftaucht. Meine, je nachdem lasse ich ihn mit dem Xerion erstmal zum LKW fahren. Der LKW müsste bei der Zelluloseproduktion stehen. Kann er bis dahin schon mal hier eine Fahrstunde mit Xerion machen? Und oder ich fahre, er fährt dann mit dem Xerion wieder nach unten. Und
Und ich nehme den LKW mit, weil dann steht der LKW auch schon wieder hier. Na? Jetzt. Da haben wir schon wieder einen Haufen Eier hier liegen. 6.000, 12.000. Drüben auch nochmal 24.000 Eier. Das ist gutes Geld. Machen wir dann sogar. Jo, ich habe voll die Idee. Wir fahren mit Xerion und dem Joskin da hoch. Ne, mit dem Annaburger. Mit dem Annaburger. Wir fahren mit dem Xerion in Wald, holen den Annaburger. Dann fahren wir zusammen mit dem Annaburger zum Häcksler. Laden den voll mit Hackschnitzel, können die Hackschnitzel dann in der Zelluloseproduktion abliefern. Dann kann ich den LKW nehmen, er fährt nochmal zum Hacker, lädt schon wieder voll. Und dann wechseln wir die Fahrzeuge. Er fährt mit dem LKW, ich sollte ihn dann erstmal mit dem Xerion fahren lassen, weil da habe ich ihn schon mal gesehen, wie er damit fährt. Aber das können wir verknüpfen mit Arbeitszeit. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Da ist perfekt. Perfekt der Plan. Da machen wir keine Leerfahrt, sondern wir machen gleich eine volle Fahrt. Ein bisschen Stroh für die Hühnchen. Dann gucke ich mal, wenn ich jetzt gleich durch bin, dass ich mir schon den Annaburger rüberhole. Ich muss mal ein bisschen tanken, warte mal. Ja, voll. Oh, Tank leer. Klingelingeling. Blaubeer. Ja, Volker hier, servus. Ach, Volker, Björn hier. Du, wie macht ihr das jetzt mit dem Diesel, seitdem der Jürgen nicht mehr so da ist? Das läuft weiterhin über uns. Okay. Dann würde ich nämlich später den... Achso. Kann ich da einfach zur Dieselproduktion fahren und einen Anhänger verloren? Ups. Kannst du, wir können uns dort treffen. Ja, ich habe da schon mal Diesel rausgenommen. Beim okay. Damals. Also ihr müsstet jetzt nicht extra runterfahren. Ja, dann kannst du das machen. Jo, dann würde ich das später mal machen. Ich schicke euch dann, wie viel Liter ich rausgenommen habe. Alles klar. Gut, danke euch. Ciao. Gerne, ciao. Aber geht aber viel rein. Sehr viel. Okay, dann kommt da noch eine Ladung rein. Und dann ist aber auch unser Stroh gleich schon alle. Ja, da ist. Ah, ich wollte noch nach dem Feld gucken. Ey. Ich habe so viel wieder zu tun und keiner ist da.
Keine Ahnung, ob der zu mir will. Folge war ohne, hallo? Oberhauser hier. Wer? Oberhauser, Manuel Oberhauser. Ah, der von letzter Woche. Ja, servus. Ja. Ich bin jetzt Festangestellter beim Stefan Müller, beim Schafbauer. Ah, interessant. Und werde halt nicht mehr zu dir kommen. Ja, kein Passt Problem, da. Aber aber ich kann schon, dir immer aushelfen, wenn du noch Arbeit hast. Ich hab immer Arbeit. Also wissen ja, der Herr Müller gehört auch zur Agrargemeinschaft Nord-Süd. Ja. Also das heißt, wir werden so oder so dann nochmal ein bisschen miteinander zu tun haben. Ja, passt. Dann bin ich beim Stefan Müller jetzt. Ja, super. Passt. Dann auf Wiedersehen. Gut, bis dann. Ciao. Tschüss. Hallo, Herr Varuna. Ich bin der Praktikant von den Blaubeeren. Und Hallo? Ich sollte mich ja bei Ihnen melden wegen der Führerscheingeschichte. Ja, ich muss nur kurz rausfahren. Moment. Kein Problem. Was ist das? Was ist denn hier los? Wo steht er denn jetzt? Ach, da im Gebüsch. Okay, Moment. So, Klappe zu, aber tot. So, liebe Leute, das war's von der heutigen Folge. Mit dem Kollegen da drüben rede ich gleich mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.